Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich heute wieder für euch und zwar heute mache ich meine Männerlegung und zwar wurde das eben gewünscht und diesem Wunsch möchte ich gerne nachgehen. Ich habe heute auch den Impuls dazu bekommen, natürlich kann auch jede Frau das gucken, die Energien von dem Gegenüber können sich auch da widerspiegeln. Es ist einfach so, ich werde heute aus der Sicht eines Mannes sprechen, der auf eine Frau schaut. Ja, also im Endeffekt ändert sich genau das heute bei der Männerlegung. Und ja, es wird natürlich ein allgemeines Reading sein. Spür dich bitte hinein, womit du in Resonanz gehen kannst. Wie gesagt, ich spreche heute aus der Sicht eines Mannes, der auf eine Frau schaut. Und das Reading ist zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Genau, ich würde auch sagen, wir legen los, ihr Lieben. Also, liebes Universum, was soll ich denn bitte meinen lieben männlichen Zuschauern mitteilen? Was wird da wichtig? Wir haben hier die 6 der Kelche. Die 2 der Stäbe, die 6 der Münzen, den Ritter der Münzen, die Herrscherin, und die 3 der Stäbe. Im Unterdeck habe ich hier das Gericht und das Ass der Münzen. Also das Erste, was mir hier so reinkommt, ist, dass du es mit einem Gegenüber tatsächlich zu tun hast. Ich sehe dein Gegenüber hier als die Herrscherin, ja. Es ist einfach so, du hast es hier mit einem Gegenüber zu tun, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist die Frau deines Lebens, ja. Also ich habe das Gefühl, dass diese Frau eventuell auch jemand ist, die unheimlich intelligent ist, die auf wirklich eigenen Beinen steht, ja, die ihr Leben eigenständig beherrscht. Sie ist unabhängig, sie ist einfach für dich so die perfekte Frau, auch optisch. Vielleicht ist diese Frau auch spirituell, du weißt davon, ja. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit, es könnte jetzt für einige sein, dass du diese Person aus deiner Vergangenheit schon kennst und dass ihr noch so in einem freundschaftlichen Kontakt hin und wieder miteinander kommuniziert, ja. Das ist das eine, was ich hier reinkriege. Es kann aber auch sein, dass ihr überhaupt keinen Kontakt habt oder nur sehr selten Kontakt habt, aber im Endeffekt ist hier nicht das böse Blut zwischen euch geflossen, ja, sondern man hat sich in der Vergangenheit eigentlich sehr wertschätzend gegenseitig verhalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dieser Frau tatsächlich ein Angebot unterbreiten möchtest. Ja, also du überlegst dir hier momentan vielleicht auch, wie du das anstellst. Ja, du hast hier so noch so ein paar skeptische Momente. Vielleicht würde sie es annehmen. Ja, irgendwo hast du die Hoffnung, aber definitiv noch, dass da ein Licht am Ende des Weges ist sozusagen. Ja, ihr hattet hier vielleicht auch einige Dinge in eurer Verbindung, wo es immer wieder Blockaden gab, ja, wo das Geben und Nehmen vielleicht auch nicht mehr so ganz im Einklang war. Also das könnten hier Probleme gewesen sein. Oder es war auch eine Unentschlossenheit von der Dame zu sehen, ja. Man hat sich hier nicht so ganz entschieden, welchen Weg möchte man gehen. Und vielleicht habt ihr auch länger so eine Freundschaft-Plus-Geschichte geführt oder sowas, ja. Also das kriege ich hier rein und es ist einfach so, hier kommt eine Chance für dich rein, wo du eine Entscheidung treffen darfst. Ja, also ich habe das Gefühl, in Bezug auf diese Person ist das hier so, dass du hier eine Chance vom Universum bekommst. Ja, das ist auch eine Seelenpartnerschaft, die mir hier angezeigt wird, sofern du daran glaubst. Ja, und hier ist etwas auf dem Weg. Ja, und ich glaube, du wirst so einen Impuls bekommen, das oder das möchte ich jetzt machen. Und du möchtest hier vor allen Dingen auch ehrlich auf diese Person zugehen, ehrlich und vor allen Dingen bodenständig, ja. Man hat das Gefühl, so ein bisschen ist der Weg noch unklar, ja, weil irgendwie scheint ihr vielleicht auch wirklich so diesen freundschaftlichen Weg miteinander gegangen zu sein, weil wir hier die 6 der Münzen haben, ja. Also die 6 der Münzen ist auch immer die Karte der Freundschaft und
Vielleicht bist du jemand, der gerne mehr von dieser Person möchte, ja, und vielleicht überlegst du auch gerade, wann der richtige Zeitpunkt kommt, dieser Person das eben mitzuteilen, ja. Also sowas sehe ich hier. Okay, schauen wir mal weiter. Was ist hier noch wichtig für die Männer? Auf jeden Fall fasziniert dich diese Frau, also die haut dich hier auf einem gewissen Level wirklich um, ja. Sie könnte auch ein bisschen älter sein als du oder sie ist eben nicht älter vom Alter, aber sie ist unheimlich reif, ja. Hat schon viele Dinge in ihrem Leben auch erlebt. Sowas kriege ich hier tatsächlich rein. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Es geht auch um die leidenschaftliche Anziehungskraft. Also du findest diese Person schon ziemlich heiß, ja. Und es könnte auch sein, dass du wirklich sagst, dich zieht es immer wieder zu dieser Person, du verstehst das nicht, ja, vielleicht hast du hier auch tatsächlich irgendwelche erotischen Träume von diesem, von dieser Person, das kann hier gut möglich sein, ja, das kriege ich durch und es ist einfach so, du verstehst selber manchmal vielleicht nicht, warum du diese massive Anziehungskraft zwischen dir und dieser Person spürst, ja. Das liegt hier aber eigentlich ziemlich klar in den Karten, dass es sich hier um eine Seelenpartnerschaft handelt, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir so wirklich so Übersprungshandlungen sind, in diese Richtung. Also du sitzt vielleicht gerade vor dem Fernseher, du denkst irgendwie gar nicht so unbedingt an diese Person und auf einmal kommt es dir so richtig im Kopf, ja, und du denkst so, boah, ich muss dieser Person jetzt schreiben oder irgendwie geistert sie dir zwar ständig durch den Kopf, du drängst das immer wieder vielleicht an die Seite, aber du kriegst immer wieder diesen Impuls, ja, irgendwas zu tun und so könnte das hier sich abspielen bei dir im Leben momentan. Ja, die Neun der Schwerter und der Page der Kelche. Du machst dir hier wirklich starke Gedanken. Sollst du hier ein Angebot machen? Sollst du hier auf diese Person zugehen? Glaubt die Person dir etwas? Ja, weil vielleicht sind hier in der Vergangenheit, ich habe es hier jetzt nicht liegen, aber vielleicht sind hier wirklich in der Vergangenheit Dinge vorgefallen, wo du genau weißt, hier hat sich derjenige oder diejenige nicht richtig verhalten, ja. Und hier ist so ein bisschen Zweifel, hier ist auch so ein Gedankenknast zu sehen bei dir selbst, ja. Sollst du da nochmal irgendwas investieren oder gehst du einen anderen Weg, ja. Das habe ich hier wirklich tatsächlich drin liegen und das bereitet dir hier stark Kummer irgendwie zu. Also ich habe es hier wirklich so, dass du eventuell wirklich in den Nächten dir viele Gedanken machst. Vielleicht sind es auch wirklich diese Träume, die dich verunsichern. Ich weiß nicht, was du da genau träumst, aber auch diese Träume könnten dich irgendwo verunsichern, ja. Du machst dir hier viele Gedanken. Wie kannst du es anstellen? Wie kann man hier einen Weg finden, dieser Person auch die Wertschätzung, die sie verdient, entgegenzubringen? Weil ich glaube, dass diese Person für dich schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und du auch unheimlich wertschätzend der Person entgegentreten möchtest, ja? Ja, die Zehn der Kelche, also hier wird sich wirklich Gedanken darüber gemacht, ist hier eine Beziehung möglich? Also ich habe hier das wirklich so, es könnte sein für viele von euch, dass ihr hier einen freundschaftlichen Kontakt habt oder dass ihr eine Freundschaft plus habt oder irgendwas und du dir hier wirklich Gedanken machst, wie erkläre ich dieser Person, dass ich eigentlich sehr, sehr viel mehr für sie empfinde, ja, also sowas habe ich hier zum Beispiel. Oder es ist eben auch andersrum, ne? Ihr müsst halt immer ein bisschen schauen, wo ihr euch wiederfindet, da wir hier in einer allgemeinen Legung sind. Fakt ist, dass man sich hier um das Liebesleben, um das Beziehungsleben unheimlich viele Gedanken macht und hier auch überlegt, einen Schritt zu gehen, ja. Und man weiß aber noch nicht, wie man das tun soll. Und im Endeffekt hast du eigentlich alles bei dir. Die Früchte sind reif, ja. Der Weg liegt vor dir. Du siehst das Licht am Ende des Weges auch. Und es ist so ein bisschen, die Karten sagen, worauf wartest du? Also, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ja. Weil diese Neun der Schwerter, das sind so deine Gedanken, ja, das sind Ängste aus deinem Gedanken, also, die ich hier wahrnehme. Hm.
König der Schwerter, du bleibst lieber in deiner Komfortzone. Ja, ich habe das Gefühl, du bist eher so der coole, lässige Typ. Ja, du lässt dir gar nicht so anmerken, wie viel Gefühl du für diese Person hast. Ja, sie ist ja aber jetzt die Herrscherin, das ist die Frau, ja, für dich erschienen. Also, es ist so, du bist vielleicht auch manchmal sehr kühl oder distanziert. Vielleicht warst du das auch in der Vergangenheit, wenn du schon mit dieser Person in einer Beziehung warst, ja. Du hast gar nicht wirklich deine Gefühle richtig zum Ausdruck gebracht. Du hast klare Entscheidungen getroffen. Du hast vielleicht auch ein mega gutes Ansehen, ja. Also als König der Schwerter erscheinst du mir hier, ist Luftelement, Zwillinge, Waage, Wassermann, ja. Und es ist einfach so, du bist sehr im Kopf festgefahren, ja. Also du machst dir hier viele Gedanken über Beziehung, über die Liebe, vielleicht auch über das, was gibst du rein, was bringt dir das? Ich habe auch so ein bisschen, ich kriege hier so ein bisschen durch, was für Vorteile ziehe ich von einer Beziehung? Also also es wird nicht für alle zutreffen, aber es gibt so einige von euch, glaube ich, die für die dieser Satz wichtig ist, weil ich habe hier das schon so ein bisschen drin, dass man hier irgendwie auch abwägt, die Vorteile einer vielleicht auch Ehe, die Vorteile einer festen Partnerschaft, ja. Und eben die Vorteile eines vielleicht Single-Daseins, ja, das habe ich hier schon drin für den einen oder anderen. Muss jetzt nicht auf alle zutreffen. Auf jeden Fall könntest du auch ein sehr gutes Ansehen haben im Familien- und Freundeskreis. Das kriege ich noch durch, ja. Du könntest auch beruflich sehr gut dastehen. Also du bist jetzt hier nicht irgendwie in finanziellen Problematiken. Es könnte auch sein, dass du eine Führungsposition irgendwie hast, was ich so reinbekomme. Ich habe noch, dass du jemand bist, der eventuell sehr, sehr viel sich mit Kommunikation beschäftigt am Tag. Also die Kommunikation scheint für dich auch so ein Schlüsselwort zu sein, ja, die für dich vielleicht auch im Berufsleben eine wichtige Rolle spielt. Redegewandtheit von deiner Seite, also du kannst sehr gut reden, du sprichst hier aber nicht alles aus, ja, also das habe ich ja eben auch. Okay, ja, wir haben jetzt noch den König der Stäbe, also ich habe dieses so Luft und Feuer in dir, ja, also das bist definitiv auch du. Es kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber in irgendeiner anderen Verbindung ist, ja, und du dich eher als den König der Stäbe wieder da drin wiederfindest. Wir sind in der Allgemeinlegung. Für viele von euch kann es sein, dass genau diese beiden Elemente in oder ja, vielleicht ist dein Aszendent Löwe, Widder oder Schütze, ja, also weil der König der Stäbe, das ist eben Löwe, Widder oder Schütze vom Sternzeichen. Entweder verkörperst du das oder hier spielt auch vielleicht noch eine andere Person eine Rolle und deswegen machst du dir Gedanken, soll ich da noch irgendwas probieren oder soll ich es lassen, ja. Ich glaube, du wirst da aber definitiv auch für dich zu einer Entscheidung kommen. Dir kommt hier eine Chance auf jeden Fall sehr gelegen, ja. Wenn es sich tatsächlich um eine vergebene Frau handelt oder eine Frau, die, wo du das, die Vermutung hast, da spielt noch jemand anders irgendwie eine Rolle, ja. Ansonsten, wenn das so nicht ist und du weißt das auch, da ist niemand anderes, dann ist dieser König der Stäbe sozusagen deine Energie noch, ja. Das könnte hier auch so sein, dass du eben eine unheimliche leidenschaftliche Anziehungskraft zu dieser Person verspürst. Du hast auch absolut, also es kann sein, dass du unheimlich männlich wirkst, dass du auch absolut in deiner männlichen Energie bist, ja, dass du also voller Tatendrang bist, dass du gerne aktiv werden möchtest, ja, das spiegelt nämlich das Kartenbild eben auch wieder. Da musst du halt für dich jetzt mal reinspüren, ne? Was ich auch sehe, dass du ein Mensch bist, der eventuell das Leben sehr, sehr genießt, ja, also für dich ist es auch wichtig, Familie und deine Freizeit, deinen Ausgleich für dich zu haben, ja, also nicht nur die Maloche, sondern eben auch das andere, das für dich Genuss darstellt, ja, so habe ich das hier in den Karten. Und es könnte auch sein, dass du jemand bist, der sehr charmant mit Frauen spricht, ja, also jemand, der
genau weiß, welche Töne er spielen muss. Ja, du bist sehr flirty unterwegs, vielleicht flirtest du auch unheimlich gerne, aber du bleibst da doch dennoch sehr, ach, wie soll man das denn transportieren, sehr cool, ja, in deiner Art und Weise. Also du flirtest, aber du lässt dir jetzt nicht anmerken, dass du diese Frau unheimlich überwältigen findest, ja, also ich habe hier wirklich das Wort überwältigen drin, ja, diese Frau, die transportiert dir etwas, was du so bei jemandem noch nicht gesehen oder gefunden hast, ja, das ist das, was ich hier durchbekomme. Ja, und wenn es da halt jemand anderen noch gibt, der für dich zum Beispiel eine Konkurrenz darstellt, ja, das muss jetzt nicht unbedingt auch ein anderer Partner sein, es kann auch vielleicht ein Kumpel sein, ja, oder ein Familienmitglied, ja, da machst du dir halt Gedanken. Du machst dir halt Gedanken darüber, welcher Weg ist der richtige und sollst du es wagen oder sollst du es nicht wagen, ja. Wenn es natürlich ein Konkurrent ist, dann sieht das hier ein bisschen schwieriger aus. Da muss man dann aber auch wirklich, ich denke, eine persönliche Legung würde dir dann wirklich weiterhelfen, weil eine allgemeine Legung ist da einfach zu allgemein. Ja, das wäre dann besser, wenn du da auf deine persönliche Situation dir die Karten selber legen lassen würdest. Ja, das nur mal kurz an als Randinfo. In diesem Sinne, ich mache auch keine persönlichen Legungen, also da müsstest du dann zu einer Kollegin gehen, nicht, also dass ihr jetzt denkt, ich möchte jetzt irgendwelche Werbungen machen oder Kunden an den Land ziehen, ich mache gar keine persönlichen Legungen, ne? Nur noch mal kurz zur Info. So, wir haben hier jetzt noch die 6 der Schwerter, also ich habe das Gefühl, eine dieser Energien, wenn du jetzt beide Energien verkörperst, ja, dann wirst du dich, glaube ich, eher zu dem König der Stäbe entwickeln. Ja, das bedeutet, du wirst diese kühle Fassade, die lässt du hier fallen, ja, weil du vielleicht auch gemerkt hast, okay, in der Vergangenheit bin ich damit nicht so wirklich gelandet irgendwie, ja. Also damit, das hat mich nicht an mein Ziel gebracht, weil ich glaube schon, dein Ziel ist hier die 10 der Stäbe, 10 der Kelche, ja, im Endeffekt das Familienleben, vielleicht ja auch eine Familie aufzubauen, ja, vielleicht hast du dich auch so ein bisschen distanziert von dieser Person, weil du für dich erstmal klären musstest, was sind das für Gefühle. Ich habe auch das wirklich so für einige von euch, dass ihr euch wirklich diese Verbindung, dass ihr das nicht versteht, ja, im Endeffekt, also dass man hier sich zurückgezogen hat, ja, du hast auch gemerkt, dass diese Person sich von dir distanziert. Ich meine, sie ist die Herrscherin, mit der kann man irgendwie nicht so dieses On-Off-Spiel spielen, ja, also wenn du zum Beispiel jemand warst, der unentschlossen war, ja, das funktioniert dann nicht, ja, also nicht mit einer Herrscherin, die hat ja halt auch mehrere Möglichkeiten, dadurch, dass sie halt eine sehr, sehr anziehende, attraktive Persönlichkeit auch ist, ja, und es kann, wie gesagt, sein, dass du dich jetzt wirklich aus deinem Rückzug auch oder aus deinem eigenen Klärungsprozess der Gedanken, der Emotionen, ja, dass du dich jetzt wieder auf sie zubewegst und das eher so ein bisschen, ja, noch zurückhaltend, aber doch schon in einer sehr leidenschaftlichen Art und Weise. Das ist die erste Variante. Das zweite ist, dass es hier wirklich sein kann, dass hier, ja, wenn sie in einer Beziehung ist, da kann ich wirklich nur sagen, bitte lasst euch persönlich auf eure Situation legen, weil ich sehe hier, 3 sind einer zu viel. Hier wird einer den kürzeren ziehen, ja. Wer das ist, das kann ich jetzt wirklich nicht genau sagen, da wir hier in einer allgemeinen Legung sind. Es ist einfach so, dass ich hier sehe, dass man sich hier definitiv für einen entscheidet. Sorry für die Sprachfehler. Aber die meisten kennen das ja von mir schon, ne? Wir gucken mal noch ein bisschen tiefer. Das ist sehr unbefriedigend, ich weiß, aber ich möchte da auch ungern eine Hoffnung machen, ja, wenn zum Beispiel hier noch ein anderer Mann eine Rolle spielt, ein Konkurrent.
Wir haben hier die 9 der Stäbe. Das ist schon herausfordernd, ja. Also die ganze Situation, wenn hier jetzt noch jemand ist oder auch wenn keiner ist, die ganze Situation scheint für dich unheimlich herausfordernd zu sein. Und es kann auch wirklich sein, dass diese Person, du hast dich vielleicht auch gefragt, ist sie noch offen für mich? Ich sehe ja, sie hat sich von dir abgewendet, aber sie ist noch offen für dich. Ja, also hier ist noch nicht aller Tage Ende. Das ist das, was mir die Karten sagen. Die Frage ist, auf welchem Weg funktioniert das? Ich könnte mir für viele von euch vorstellen, zum Beispiel, wenn sie da noch in einer anderen Verbindung ist, du weißt aber, es ist deine Seelenpartnerin, ja, weil man hat es dir schon persönlich gelegt. Dann sehe ich hier wirklich die Chance, dass man sich freundschaftlich immer weiter wieder annähert und diese Chancen kommen hier dann auch rein, dass es hier intensiver wird, auch zu körperlichen Kontakten kommt, meine ich damit, ja, und dass man dann wirklich in Richtung 10 der Kelche marschiert. Das ist möglich, wenn du weißt, okay, da ist jetzt gerade noch jemand anderes, du weißt aber auch, sie ist deine Seelenpartnerin, ja, dann besteht hier wirklich die Chance, dass das Universum euch hier auch immer wieder aneinander oder aufeinander treffen lassen wird, ja, es fällt einem zu, was fällig ist, also der typische Zufall, ja, das könnte hier sein. Es kann aber auch wirklich sein, dass wenn da überhaupt niemand anders ist, du dich generell gefragt hast, ist diese Person noch offen für mich? Gibt es da wirklich überhaupt noch eine Chance? Soll ich da wirklich aktiv werden? Soll ich meine Energie daran setzen, irgendwas überhaupt noch zu tun? Und hier sagen die Karten, du kannst es auf jeden Fall tun. Hier ist jemand abgewandt von dir, aber dennoch nicht komplett verschlossen. Also hier ist die Tür nicht zu, ja? Also hier ist eine Tür angelehnt. So kann man das sagen. Ja, die 3 der Kelche zeigt mir einfach auch nochmal die starke erotische Anziehung. Es zeigt mir auch die schöne Zeit, die man miteinander verbringen möchte. Vielleicht hast du wirklich das Gefühl, ja, du möchtest die Person sehen, du möchtest dich mit ihr treffen und ich habe das hier wirklich so, dass das auch möglich ist, ja. Also es könnte auch tatsächlich für einige von euch, das nehme ich aber eher weniger wahr, sein, dass hier eine Einladung für dich als Mann reinflattert, ja. Sehr unverhofft, sehr unerwartet. Und das bietet dir diese Chance, ja, dass hier irgendein Weg eingeschlagen wird von der Herrscherin, ja, und sie sagt, komm, lass uns doch mal hier auf einen Kaffee treffen oder in einem Lokal. Ich habe das eher so, dass es hier eventuell eine Öffentlichkeit ist. Es ist weniger irgendwie zu Hause, sondern eher irgendwie Park, Öffentlichkeit, wo irgendwie noch andere Menschen auch eine Rolle spielen könnten, ja. Das ist auch so ein bisschen diese Distanz zwischen euch, ja, also vielleicht ist das zum Beispiel zu Hause, das ist zu intim noch, ja, also da ist man noch nicht so ganz bereit für, also von ihrer Seite, das könnte hier auch möglich sein. Okay, wir schauen mal mit den Orakelkarten noch ein bisschen. Und hier haben wir auch wieder so diese Dreierkonstellation, ne, also, ich habe das hier wirklich so, drei sind einer zu viel. Hier wird man sich auch für einen entscheiden. Ja, ich habe das für viele so, dass man sich hier, also dass die Chance besteht, dass man sich hier für dich entscheidet, sehr, sehr gut ist. Ja, also es ist hier überhaupt nicht schlecht. Aber das würde ich wirklich in der persönlichen Legung persönlich auf deine Situation abklären lassen. Verbindung, Brücke bauen, warten. Also hier wartet jemand. Hier hat man auch diese Verbindung. Das ist diese Seelenpartnerschaft. Ja, vielleicht weißt du auch, dass diese Person hier schon lange auf dich wartet. Vielleicht ist es dir bewusst, ja, dass sie hier wartet auf eine Nachricht. Vielleicht ist aber auch ihr bewusst, dass sie weiß, dass du auf eine Nachricht wartest. Ja, hier geht es um das Warten. Oder auch um die Geduld. Vielleicht hast du in der Vergangenheit wirklich viel Geduld auch aufgebracht, ja.
Festhalten, Leidenschaft, Sehnsucht, Affäre. Also hier vermisst man diese Verbindung zu dir, das kann ich dir sagen. Ja, also hier ist jemand, sie vermisst die Verbindung zu dir, auch wenn sie hier jemand anderes an der Seite hat. Seelenpartnerschaften haben eine ganz besondere Verbindung und die sind auch schwierig zu lösen. Ja, und da passieren auch Dinge, die man nicht versteht. Ja, also das Universum schickt immer wieder Zeichen. Das können wirklich Namen sein, das können Buchstaben sein, das können Träume sein, das können Federn sein, das können Tiere sein, sonstiges. Ja, also Musiktitel, dich verfolgt immer wieder das gleiche Lied und oder ein Lied, was ihr zusammengehört habt oder so. Ja, also das Universum tut ja alles, um immer wieder euch, sage ich mal, zusammenzuführen und euch wieder aneinander zu erinnern. Ja. Ja, hier geht es auch um das Geführtwerden. Es ist eine geführte Verbindung. Es geht auch hier, dass man hier wirklich Hoffnung haben darf. Wir haben hier die drei der Stäbe. Das ist die Karte der Hoffnung, der positiven Zukunft. Ja, also die fernere Zukunft tatsächlich. Aber man darf hier wirklich positiv sein. Man darf hier auch die Spiritualität nutzen, um Kraft in die Verbindung zu bringen. Ja, also... und dabei geht es nicht um Partnerrückführungen. Das möchte ich nochmal ganz klar erwähnen, ja, sondern mach Rituale für dich selber und schau, dass alles, was du in dir löst, löst du auch in deiner Seelenpartnerschaft, ja. Das ist so der Tipp. Wir haben hier noch Erdung, Reinheit und Hoffnung. Auch hier ist wieder, also hier ist das Licht noch nicht komplett aus, ja. Also wenn du hier das Gefühl hattest, hier ist Hopfen und Malz verloren, kann ich dir sagen, nein, hier ist nicht Hopfen und Malz verloren. Hier ist noch ganz viel Hoffnung drin, auch wenn hier noch jemand anders mit im Spiel ist. Ja? Das Kaminfeuer, Wärme, Kuschelzeit, Leidenschaft, Herbst, Aktivität. Also es geht hier darum, dass man vielleicht auch wirklich die Leidenschaft mit dir vermisst. Vielleicht hattet ihr besonders guten ja, sexuellen Kontakt, ja, und das ist das, was man hier vermisst, das könntest du vermissen, aber auch sie wird das vermissen, ja, vielleicht bist du besonders leidenschaftlich, ja, wenn du jetzt hier auch als König der Stäbe bist, ja, dann, ja, könnte man das vermissen. Was ich hier noch reinkriege, ist, es könnte sein, dass du ein eifersüchtiger Typ Mensch bist. Also das kann hier für auch für einige durchaus wichtig sein, ob Eifersucht bei dir eine Rolle spielt. Ja? So ein bisschen Kontrollverhalten, Eifersucht. Da spür mal in dich rein, inwieweit du dich da angesprochen fühlst. Gilt nicht für alle. Wir haben hier das Gewitter, Streit, Trennung, Umbruch, Durchbruch, Aufbruch, schnell. Also ich glaube, dass man hier wirklich, entweder wart ihr schon mal zusammen, ja, du schaust hier auf jemanden aus deiner Vergangenheit, oder es ist eben einfach so, man könnte viel gestritten haben, wenn man jetzt noch nicht in einer Verbindung war, ja, dadurch ist der Kontakt so ein bisschen abgeflaut oder es ist auch ein Kontaktabbruch, ja, oder man hat nur noch sporadisch hin und wieder mal Kontakt. Ich sehe hier tatsächlich, dass hier ein Umbruch reinkommt in diese Trennung. Also Seelenpartnerschaften, die momentan getrennt sind, da soll der Umbruch rein, da kommt eine Chance rein. Ob du diese Chance für dich annehmen willst, das liegt natürlich bei jedem Einzelnen selbst. Ich sehe hier den guten Ausgang, wenn du diese Person einladen möchtest, dass hier eine Zusage kommt. Ja? Also das sehe ich hier schon. Ja, vielleicht habt ihr hier auch immer wieder gestritten über Ängste, über dass du dich vielleicht auch immer wieder aus dem Staub gemacht hast oder sie sich immer wieder aus dem Staub gemacht, unentschieden war, ja, immer wieder vielleicht angedockt hat, dann wieder losgelassen hat, ja, also so eine Konflikte, die nehme ich hier ganz stark wahr, ja, und das hat hier auch etwas eventuell damit zu tun, dass es viele Sorgen im Umfeld dieses Menschen gab, ja, entweder bei dir, du hattest viele beruflichen Stress oder diese Frau hatte viele persönliche Probleme, beruflichen Stress oder Lebensumstände, die eben schwierig waren und da kann es sein, dass man darüber gestritten hat in der Vergangenheit, ja. Sowas nehme ich hier tatsächlich wahr. Ansonsten ist das auch so dieses typische mal Kontakt, mal nicht, also On-Off-Gedöns, ja. Ja, jetzt haben wir hier noch den Briefkasten. Hier kommt Kommunikation zustande. Hier kommen auch Botschaften aus der geistigen Welt.
Da kannst du dir sicher sein. Und hier wird auch ein Treffen von den Karten gesagt. Also falls du hier wirklich eine Einladung aussprechen wolltest, tu es. Die Karten stehen, wenn du hiermit in Resonanz bist, wirklich gut, dass dieses Treffen auch angenommen wird. Ja, oder diese Einladung auch angenommen wird. Das habe ich hier schon. So, jetzt ziehen wir mal, weil wir haben hier wirklich auch irgendwie einen schnellen Umbruch. Ich glaube, die einen oder anderen könnten immer mehr den Drang verspüren, jetzt wirklich auch irgendwie schnell aktiv zu werden, eine Nachricht zu schreiben, irgendwie ein Treffen zu organisieren. Irgendwie so. So, welche Sternzeichen? Wir haben hier die Fische. Wir haben hier den Stier. Luft und Feuer ist sowieso dabei. Hier ist Löwe. Hier haben wir Steinbock. Hier hat sich noch eine umgedreht. Das sind die Zwillinge. Und Schütze. Im Unterdeck habe ich hier noch die Waage. Also Luftelement und Feuerelement ist hier ganz stark mit drin. Und wir haben hier noch die Fische und Stier. Ja? Da musst du mal gucken, wenn dein Sternzeichen oder das deines Gegenübers jetzt dabei ist, dann kannst du dir auch sicher sein, dass hier irgendeine Botschaft für dich dabei ist. Es kann auch sein, dass nur ein Teil dieses Orakels für dich zutrifft, ja, da wir hier in einer allgemeinen Legung sind. Ich sage das immer noch mal wieder dazu. Jetzt ziehen wir mal noch eine Zeitkarte. So, wir haben hier einen Samstag, die Zahl 7. Wir haben hier die 9, findet neuen Sinn, 9 Wochen, 9 Monate. Hier ist auch ein Perspektivwechsel angezeigt, ja, weil wenn ich die 9 umdrehe, habe ich die 6. Es könnte auch der 7.9. sein, der für dich wichtig, die Zahl 79, ja, Jahrgang 79 oder 97. Vielleicht wohnt jemand in der 97 oder 79, ja. Und hier habe ich nochmal die 7, die Umstände bestimmen. Vielleicht ist es auch der 7.7. oder 77er Jahrgang. Die Zahlen könnt ihr variieren. Ja? Bitte nagelt euch nicht zu sehr auf die Zeit fest, denn das Universum kennt keine Zeit. Ich glaube aber auch, dass so die nächsten vielleicht 7 Tage, 7, 9 Wochen wirklich wichtig sein könnten, ja? Für dich. Vielleicht sagen dir die Zahlen noch etwas. Ihr könnt die Zahlen, wie gesagt, variieren. Genau. Schütze haben wir hier auch nochmal, ist auch wieder Feuerelement, ja. Jetzt ziehen wir noch eine Engelsbotschaft. Was sagen die Engel noch dazu? Wir haben hier Adriana. Ich führe dich zur Antwort auf deine Gebete. Bitte folge den Schritten, die ich dir durch deine Intuition, Gedanken und Träume mitteile. Also hier hast du auch nochmal vielleicht den Buchstaben A. Ja, oder sie heißt Adriana, oder es ist einfach so, du bekommst hier Botschaften, ja, über deine Träume, ja. Das kriege ich hier ganz stark rein, das ist hier die Karte der Botschaften. Dann haben wir hier noch die Caressa. Ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen. Bitte deine Engel um Beistand und um Führung für deinen nächsten Schritt. Nun erwartet dich Freude. Also ich sage ja, du zweifelst hier noch. Soll ich was tun? Soll ich irgendwas nicht tun? Also hier, wenn du hier mit in Resonanz gehst, sehe ich eindeutig, du brauchst hier keine Angst haben. Ja, also hier erwartet dich wirklich eine freudige Nachricht. Vielleicht sagt ja auch der Buchstabe C etwas. So, und eine Karte möchte ich gerne noch. Soll es noch eine sein, liebes Universum, oder nicht? Ja, wir haben hier die Shanti. Ich bin der Engel des Friedens. Ich bringe dir neue Ruhe und zukünftig einen sanfteren Weg. Also, ja, vielleicht sagt dir auch der Buchstabe S etwas, ja. Ich habe das Gefühl wirklich, dass jetzt Frieden in diese Verbindung reinkommen kann. Ja, vielleicht spricht man sich auch aus über gewisse alte Problematiken, über die Dinge, die vielleicht auch nicht gut funktioniert haben. Ja, und hier kann es auch wirklich sein, dass du, wenn du jetzt sagst, nee, da ist niemand aus der Vergangenheit, du hattest aber diese Konflikte und Probleme in der Vergangenheit, dass du jetzt auch eine Frau, eine neue Frau triffst. Ja, aber für viele wird das wirklich so sein, dass du diese Person bereits kennst und auch genau weißt, um wen es hier geht in diesem Orakel, ja?
Hier kommt auf jeden Fall, deine Seele kommt zur Ruhe und deine Seele wünscht sich eben hier diese Geborgenheit, diese Familie, ja. Und vor allen Dingen, glaube ich auch, ist es für dich ganz, ganz wichtig. Du bist hier unheimlich in deiner männlichen Energie und männliche Energie ist eben die aktive Energie. Die weibliche Energie ist hier die passive Energie und das scheint hier auch gut ausgeglichen zu sein, weil du wirklich, du bist ein Mann, ja. Und so präsentierst du dich der Frau auch. Also sehr attraktiv und auch anziehend für Frauen. Ja. Jetzt ziehe ich noch ein Krafttier und dann mache ich Schluss. Was ist hier noch für ein Krafttier wichtig für diese Legung? Ah, wir haben den Raben, ja, also Erkenntnis und Offenheit. Also hier darf man wirklich eine Erkenntnis erlangen, man darf offen sein. Auch der Rabe steht für die geistige Welt, für Botschaften aus der geistigen Welt. Achte mal wirklich auf die Dinge, die so um dich herum passieren, auf die Zeichen, die du bekommst. Ja, also das ist echt interessant. Und wir haben hier die Forelle, Lebendigkeit und Lebensfreude. Und das wird dich jetzt erwarten. Also vielleicht war momentan alles so ein bisschen trister bei dir, ja. Und du warst so ein bisschen auch gefangen in deinem eigenen Gedankenknast. Hier kommt Lebendigkeit rein. Vielleicht ist diese Frau auch absolut lebendig und eine ganz tolle Persönlichkeit, die unheimlich viel Lebensfreude in deinen Tag bringt, ja, weil sie vielleicht einfach auch eine mega positive Ausstrahlung hat, ja, und dadurch auch dich somit damit packt, ja, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Kann aber auch sein, dass du generell jemand bist, der einfach sehr offen ist für neue Menschen und auch die Lebensfreude und die Lebendigkeit spüren möchte, ja. Das kann hier auch nochmal wichtig sein. Vielleicht siehst du momentan irgendwie eine Dokumentation über den Rabe oder du siehst irgendwas über eine Forelle oder du hast dir in den letzten Tagen Forelle gekauft, weil du, sag ich mal, Hunger auf Forelle hattest, dann kann das hier auch ein Zeichen und eine Botschaft für dich sein, ja. Also, genau, oder irgendjemand erzählt dir was, ich habe eine Forelle gefangen oder so, dann weißt du, aha, okay, das ist mein Zeichen, ja. Hier ist auch nochmal so ein bisschen die Aufforderung, wirklich in die Lebensfreude zu gehen, in die Offenheit zu gehen, offen durchs Leben zu gehen, vielleicht auch den Blick nochmal ein bisschen zu verändern über die Botschaften, die du da bekommst. Vielleicht bist du ein Ausblender, ja, König der Stäbe kann das manchmal sehr gut. Kann sein, dass du vieles ausgeblendet hast, auch in der Vergangenheit, ja. Nimm das mal wirklich offenherzig wahr und öffne dein Herz und öffne deine, ja, deine Lebensfreude, ja. Und wenn du hier wirklich vor diesem Weg stehst, soll ich nicht die Person mal einladen, irgendwohin, hier sagen die Karten, go, ja, grünes Licht. Okay, ihr Lieben, ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass es euch ein Stück weit weiterbringen konnte. Ja, an dieser Stelle beende ich jetzt auch das Orakel. Ich bedanke mich natürlich für jedes Like, für jedes Abo und für jedes Kommentar, was ihr mir hinterlasst und auch für eure Spenden. Danke, danke, danke von ganzem Herzen und ich wünsche euch in diesem Sinne jetzt eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf und ja, alles, alles Liebe, ihr Lieben. Bis bald.